Ja, servus und herzlich willkommen auf die Edelmetallstrategie. Mein Name ist Benedikt Hausler und heute habe ich ein sehr spannendes Dokument dabei. Es geht um Inflation, es geht um Staatsdefizit und vor allem, was es für uns bedeutet. Darüber will ich heute mit dir sprechen. Ich habe ein Dokument dabei, das siehst du hier oben. Ich mache es gleich größer. Wir werden über ein Dokument der Deutschen Bank sprechen. Ein Dokument, das ist in Englisch. Ich werde ein paar Teile davon vorlesen und mit dir besprechen, denn dieses Paper hat es absolut in sich. Die Deutsche Bank kritisiert nämlich in diesem Paper die Notenbankpolitik der EZB, aber vordergründig der Federal Reserve. Und das hat einen konkreten Einfluss, was hier die Deutsche Bank sagt oder was der Hintergedanke ist. Schau dir also dieses Video unbedingt bis zum Schluss an, weil wir werden schauen, nicht nur was sind die Informationen da drin, sondern vor allem, was bedeutet es für uns, dass die Inflation steigt oder dass die Deutsche Bank ganz klar sagt, die Inflation muss steigen aufgrund der Maßnahmen und vor allem, wie wir uns dadurch schützen können. Also heute wieder ein ganz konkretes Paper, das wir auseinandernehmen. Zuerst einmal möchte ich dich bitten, wenn dir unsere Videos gefallen, dass du ein Like hier lässt, dass du die Videos kommentierst. Das zeigt uns, welche Inhalte dich besonders interessieren und dann lass uns starten. Ich zeige dir dieses Paper und wir springen jetzt mal direkt da rein. Das heißt, Inflation, the defining macro story of this decade. Also es geht um die Inflation in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2023. Und du bist wahrscheinlich auf unserem Kanal oder verfolgst uns, weil dich das Thema Vermögensschutz interessiert, weil du auch erkennst, dass die Banken kurz vorm Umfallen sind durch die Corona-Maßnahmen, haben die Banken wirklich mit extremen Kreditausfällen zu kämpfen. Wir haben aktuell, ein Großteil der Deutschen hat ein großes Vermögen auf der Bank. Das heißt, die verlieren im Grunde alle 5 bis 7 Jahre aktuell schon wirklich einen Großteil ihres Vermögens durch die Inflation. Und das wird noch schlimmer, wenn wir der Analyse der Deutschen Bank trauen sollten. Deshalb lass uns mal in den Text reingehen. Wir starten mit einem Zitat von Ronald Reagan. Inflation is a violent as mugger, as frightening as an armed robber and as deadly as a hitman. Hier hat die Deutsche Bank ein paar Zitate zusammengetragen, was quasi aktuell die Notenbankpolitik der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, denn so bedeutet. Es hat konkret Auswirkungen auf unser Vermögen, wenn wir diese Analyse mitgehen. Janet Yellen hier von der von der Federal Reserve. Neither the President-elect nor I propose this relief package without appreciation for the country's debt burden. But right now, with interest rates and historic lows, the smartest thing we can do is act big. Und was die eigentlich damit sagt, ist, aufgrund der aktuellen niedrigen Zinsen und der aktuellen Situation kann man eigentlich nur eines machen, nämlich mit größeren Kanonen auf kleinere Spatzen schießen. Und das ist aber ein Riesenproblem, weil letztendlich die Notenbanken aktuell nur eine Möglichkeit haben, unser jetziges Geldsystem überhaupt am Laufen zu halten. Und das Einzige, was die machen können, ist mit der Gießkanne noch mehr Geld in die Märkte zu pumpen, was natürlich, auch wenn die Freunde von der Notenbank, von der Fed oder der Europäischen Zentralbank das immer wieder ein bisschen anders oder schöner formulieren, es muss in Inflation enden. Und wir werden auch sehen, wie die Deutsche Bank zu dieser Erkenntnis kommt. Jerome Powell auch von der Federal Reserve, but those pressures, also die Inflationsdrücke, are likely to temporary as they
are associated with the reopening process. Das heißt, die Federal Reserve, die Notenbanken, die sagen jetzt aktuell, okay, auch wenn wir eine Inflation haben, vollkommen egal, weil es hatte damit zu tun, dass durch die Corona-Lockerungen ja die Wirtschaft wieder in Gang geht. Das ist die Argumentation der Notenbank. So, und wir schauen jetzt mal hier rein. Jetzt schaue ich nur, ob... Genau, wir machen hier... Das Bild ein bisschen größer. Jetzt gehen wir hier mal rein. Jetzt macht die Deutsche Bank eine Analyse der aktuellen Notenbankpolitik. Und da schreiben sie, never before have we seen such coordinated expansionary fiscal and monetary policy. Also noch nie zuvor hat man in der Weltgeschichte gesehen, wie viele Notenbanken letztendlich Geld in die Märkte pumpen, aber auch die Staaten. Und die Staaten machen das ja nicht anders als wie durch höhere Staatsverschuldung, die dann durch die Notenbanken finanziert werden. So, was haben wir hier? Und das ist eine spannende Grafik. Das ist nämlich die Kombination des Haushaltsdefizits von Amerika plus der Notenbankbilanz. Die werden zusammengerechnet und dann im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung von Amerika gesetzt. Und was wir hier feststellen, dieser Peak hier oben ist so hoch wie seit nach dem Weltkrieg nicht mehr. Und das hat schon auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Jetzt schauen wir, ob wir gleich hinspringen zu dieser Information. So, wo war die? Ja, hier. Wir sehen in dieser Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1946 bis 1948, hatten wir Inflationsraten von 8 bis knapp 15% in Amerika. So. Das heißt, hier, das kann man schon eindeutig auch mit einer gewissen Inflationskorrelation in Zusammenhang bringen, weil es natürlich klar ist, wenn ich ein großes Staatsdefizit habe, auf der anderen Seite die Notenbanken Geld drucken ohne Ende, die Wirtschaft aber natürlich dem nicht mithalten kann, ja, was soll denn passieren, wenn ich mehr Geld in Markt schütte, dann wird das Geld ja weniger wert, weil ich ja nur ein begrenztes Waren- und Dienstleistungsangebot habe. Ja, auch hier ganz wichtige Story, richtig wichtig. If the fiscal deficit and Fed's balance sheet expansion are combined, they amount to around 30% of the GDP in 2020. Schaut euch diese Grafik da unten an. Das ist die Notenbankbilanz der amerikanischen Notenbank Fed. Und hier seht ihr, wie sprunghaft die Notenbankbilanz gesprungen ist. Und das heißt nichts anderes. Notenbankbilanz ist immer so ein großer Begriff, heißt nichts anderes. Das ist im Endeffekt das Geld, was in die Märkte gepumpt worden ist. Und das ist ungefähr um ein Drittel gestiegen. Das heißt, aktuell jeder dritte Euro, US-Dollar wurde 2020, 2021 geschaffen. Das muss man sich mal klar werden. Jeder dritte US-Dollar wurde in den letzten, sagen wir mal, 16 Monaten geschaffen. Jeder dritte US-Dollar. Die sehen wir aktuell noch nicht groß oder nicht übermäßig in der Realwirtschaft, sondern die befinden sich großenteils noch im Finanzbereich, aber das ist einfach krass. Ja? Das ist letztendlich auch die, in der Volkswirtschaft, sagt man so, die Geldbasis. Das ist jetzt nicht eins zu eins dasselbe, aber im Endeffekt beschreibt es die Geldbasis, also wirklich dieses Urgeld, das in die Wirtschaft gepumpt wird. Es gibt noch andere Geldmengen, Aggregate, aber letztendlich die Grundmenge, die im System ist, hat sich um ein Drittel innerhalb von, ja, sagen wir mal, 16 Monaten erhöht. Das ist schon massiv. Jetzt wird gesagt, okay, wir hatten ja 2008 auch eine Krise.
Another key difference between today and 2008 crisis is that the real disposable incomes have hit all-time highs. Also, jetzt kommt nicht nur mehr Geld ins System, sondern das Einkommen der Bürger ist auch gestiegen. Was heißt es? Wenn die Leute mehr Geld haben im Portemonnaie, geben sie auch mehr aus. Das heißt, das Einkaufsverhalten steigt dadurch. Es ist mehr Kaufkraft da. Das heißt, auch das ist ein Inflationsturbo. Also alles sehr, sehr spannend, was da drin ist. Und jetzt einfach mal so, how will the Fed react to inflation? Also wie wird die Notenbank in Amerika auf die Inflation, die kommen wird, reagieren? Und es ist extrem wichtig, dass wir das als Anleger wissen, weil hier ist es wieder mal das, was die Notenbanken sagen ist, oder was Regierungen sagen, muss nicht immer das sein, was die Realität ist. Das heißt, wir sollten auch eigenständig denken. Die Erklärung, wie es die Notenbanken erklären werden, ist folgende. First, the Fed expects the current rise in inflation to prove temporary. Das heißt, die Inflation wird steigen. Darüber sind wir uns alle einig, aber die Federal Reserve und die EZB, ich meine, das ist im Grunde deckungsgleiche Notenbank- und Geldpolitik, von dem her, das kann man auch auf die Eurozone so eins zu eins übertragen. Die Inflation, die kommen wird, erklärt die Federal Reserve nicht dadurch, dass viel mehr Geld im System ist, dass die Staaten sich verschulden, bla bla bla, sondern die erklären es dadurch, dass durch Corona-Öffnungen die Wirtschaft wieder zum Zirkulieren kommt und dann sich alles normalisiert. Die Fundamentaldaten sagen aber letztendlich hier auch in diesem Sheet von der Deutschen Bank, naja, Freunde, wir haben einfach viel mehr Geld im System, wir haben viel mehr Schulden im System, die Löhne sind relativ stark, ja, auf dem Allzeitniveau in Amerika. Das sind die Inflationstreiber, wie es keine anderen gibt. Und natürlich, dass es einen externen Effekt gibt durch die Corona-Lockerung, das ist klar. Aber heißt es dann, und diese Frage musst du selber stellen, dass die Inflation dann wieder irgendwann zurückkehrt? Ich glaube das persönlich gesagt nicht, weil wir ja aktuell auch ein ganz anderes Problem haben, dass wir an den Rohstoffmärkten riesen Defizite haben. Die Rohstoffe, also hier können wir Raps nehmen, können wir Holz nehmen. Es ist im Grunde fast egal, welchen Rohstoff wir nehmen. Die sind extrem teuer. Die Lieferketten funktionieren noch nicht so. Das heißt, die ganze Weltwirtschaft ist hier extrem angespannt. Die Güterpreise steigen, die Lieferkosten explodieren. Also Klassiker Shanghai, Hamburg, Schiffscontainer hat vor 2-3 Jahren mal 1.000 US-Dollar gekostet, kostet jetzt zwischen 6.000 bis zu 13.000 US-Dollar. Ja. Da kann mir ja keiner erzählen, dass das jetzt nur einfach innerhalb von einem Jahr wieder weg ist. Ja, so Güterströme, die gerade in dieser Just-in-Time-Produktion sehen ja gerade die ganzen, ich sag mal, wenn jemand einen Handel hat, wo er, ich sag mal, irgendwelche Güter verkauft, wo er Rohstoffe braucht, er sieht ja, er kriegt ja nichts mehr. Im Holzhandel, da muss man teilweise 23 bis Jahr 2023 warten, bis man überhaupt wieder Holz kriegt. Und wer sagt das dann besser? Wer sagt dann, dass wir gute Preise haben? Also hier muss jeder selber überlegen. Ja. Second, also die zweite Erklärung der Notenbank wird sein, second, under its new average inflation targeting framework, the Fed has made it clear that it will need to see realized progress towards the desired overshoot of the inflation target rather than simply forecast. This gives the Fed a greater caution to be patient. Kurz gesagt, wenn ich jetzt als Notenbank sage, schauen wir halt mal, weil es ist ja jetzt eh erst einmal, wir gehen davon aus, dass wenn eine Inflation kommt, die ist ja eh nur vorübergehend. Ja, dann kann ich natürlich 2-3 Jahre warten, um zu sagen, okay, ja, jetzt schauen wir mal. Das heißt, was wäre denn in dem Fall, dass die Inflation nicht kurzfristig ist, sondern langfristig? Dann würde die Notenbank ja erst in 2-3 Jahren reagieren. Und das werden die auch genauso machen. Nur dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät und dann ist es vielleicht auch zu spät, sein Vermögen zu schützen. Ja. Ich habe dir dieses Paper deshalb gezeigt, weil meiner Meinung nach, es ist natürlich super spannend, wenn eine deutsche Bank, ja, unabhängig, was man jetzt hat,
ob man diese Deutsche Bank nutzen will, um Vermögen zu schützen. Aber die Deutsche Bank ist ja ein Systemplayer. Das heißt, grundsätzlich ist die ja eher, sagen wir, konform mit dem, was notenbanktechnisch passiert, weil es ja auch für die Deutsche Bank in vielen Fällen ein positives Geschäft ist. Muss man schon so sagen, weil durch das, dass die Europäische Zentralbank zum Beispiel die Staatsanleihen nicht direkt kaufen darf, muss es immer über Geschäftsbanken laufen, also auch die Deutsche Bank. Und das ist, diese ganzen Maßnahmen sind für die Banken gerade gar nicht so schlecht. Für die großen Institutionellen, für die kleinen Sparkassen ist es eine Katastrophe gerade. Was bedeutet das jetzt zusammengefasst? Wenn die Deutsche Bank schon sagt, hey, wir kritisieren das, oder das was ganz am Schluss dasteht, ist Folgendes. Dass es schon verwunderlich ist, dass wir ganz klar messbare statistische Anzeichen haben, Merkmale, Inflationstreiber, die eine Inflation klar voraussagen können. Und die Deutsche Bank sagt unten ganz klar, wieso sollte es dieses Mal anders sein wie in der Vergangenheit? Wieso sollten diese ganzen Indikatoren jetzt falsch sein? Nur weil die Notenbank Fed oder auch die Europäische Zentralbank sagt, wir schauen jetzt mal, was wir mit der Inflation machen. Schauen wir mal in 2-3 Jahren drauf. Ja? Und das bedeutet für uns, dass wir eigenständig denken müssen, eigenständig unser Vermögen schützen müssen. Und konkret jetzt für private Anleger, aber auch für betriebliches Vermögen, also für Inhaber oder für Geschäftsführer. Die Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Banken umfallen, ist aktuell gegeben. Aber selbst wenn nicht, haben wir das Problem der Inflation. Und die wird in den nächsten Jahren extrem stark sein. Jetzt ist es so, dass du auf dem deutschen Bankkonto zahlst du jetzt in der Regel schon Negativzinsen durch Verwahrgebühren. Es ist jetzt schon bei vielen Banken so. Du zahlst Kontoführungsgebühren. Das ist nichts anderes wie die Durchreichung der Negativzinsen. Und für das, dass du der Bank Geld gibst, dass die darauf aufpassen, es gehört dir zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, sondern du hoffst, dass es wieder zurückkommt. Das heißt, du hast eh ein hundertprozentiges Ausfallrisiko. Und dadurch, dass du dieses Risiko eingehst, kriegst du noch obendrauf Kontoführungsgebühren, Negativzinsen und Inflation. Und für einen Unternehmer ist das aktuell wirklich eine Katastrophe, denn der Unternehmer braucht liquide Mittel für seinen Geschäftsbetrieb, hat aber vielleicht, ich sag mal, 500.000 oder 2 Millionen, 10 Millionen vielleicht irgendwo auf der Seite liegen, die er jetzt nicht sofort braucht. Dieses Geld, wenn aber weg ist, ist es ein Riesenproblem, weil dann der Unternehmer dasteht und sagt, hey, ich habe keine liquiden Mittel mehr, um mir einen Lastwagen oder sonst was zu kaufen oder neue Ausrüstung. Dann kann der sich überlegen, das Geschäft zuzumachen, weil das Risiko, dass deutsche Banken in den nächsten Jahren umfallen, ist extrem hoch. Was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist, sich erstmal wirklich zu informieren. Informieren und optimalerweise, gerade wenn man sagt, okay, ich kann es vielleicht, ich kenne mich selber nicht zu 100% aus, da wirklich zu vertrauen auf absolute Profis in dem Bereich. Denn am Ende vom Tag ist es so, dass viele Unternehmer, die jetzt mit uns zum Beispiel zusammenarbeiten, aber auch viele Angestellte, extrem schützen, dass sie zum Beispiel in der Schweiz ein Bankkonto eröffnet bekommen überhaupt, die Möglichkeit haben, wo es einen Staat gibt, der dahinter steht. Das heißt, wenn man zum Beispiel Millionen auf der Schweizer Kantonsbank hat und im unwahrscheinlichen Falle, dass die umkippt, was passiert dann? Dann haftet die Schweiz. Wenn bei irgendeiner deutschen Sparkasse bist oder sonst wo, was ist, wenn die umkippt? Gibt es einen Einlagensicherungsfonds? Ja, der hilft aber im Endeffekt überhaupt nichts, wenn es zum größeren Crash kommt, weil da einfach auch faktisch kaum Geld drin ist. Das heißt, einen hundertprozentigen Startschutz ermöglichen wir vielen unserer Kunden. Und wenn du wissen willst, wie das geht, sowohl für betriebliches als auch privates Vermögen, melde dich bei uns zum kostenlosen Beratungsgespräch. Dort zeigen wir dir möglicherweise auch, ob Edelmetalle auf Schweizer Boden Sinn machen, sowohl privates als auch betriebliches Vermögen zu schützen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, schreib ein Like. Lass ein Like da, schreib in die Kommentare, welche Themen dich noch interessieren und wie du das Thema Inflation aktuell siehst. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Video. Ciao.